Na, Hallöchen, meine Freunde, hier bin ich mal nach langer, langer Zeit. Elan ist vorbei. Ich spiele jetzt auf einem neuen Server, Bruce of Gaming. Jo, hier sind wir jetzt, Kavala Marktplatz. Und was gibt es Neues von mir? Ja, durch die Arbeit und so weiter hatte ich sehr, sehr wenig Zeit. So gut wie überhaupt nicht. Jetzt die letzten 2 Wochen hatte ich ein bisschen Zeit hier zu spielen. Genau genommen fast 200 Stunden zu spielen, ist ja egal. Ey. Jo. Ja, der erste ist schon mal tot. Auch gut. Was machen wir denn hier jetzt? Essen und trinken. Das ist Nummer 1, bevor ich jetzt wieder sterbe. Habe ich Geld dabei? Nein. Doch. So. Ein Wässerchen. Habe ich noch so viel dabei? 4 Einten, wunderbar. Hallo. Sei mal ein bisschen freundlich hier. Jetzt mal schnell pinkeln. Egal, da hinten ist zwar die Toilette, aber egal. Da, 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 da. Hallo. Ach, fertig hier. Hallo. Nicht Das ist aber eine gucken. Sauerei, du. Was? Das machst du aber bitte wieder weg. Das? Nee, 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 nee. Das kannst du wegmachen. Ich mach das nicht. Das ist Nee, ekelhaft halt. Wer das hier, schon wieder war hier? du behältst hier aber dein Eigentum bei dir, bitte, ja? Was? Das gehört mir nicht. Jetzt. Wieso glaube ich Ihnen nicht? Weiß ich nicht. Da vielleicht, weil ich ein lieber netter Bürger bin und sowas niemals machen würde. Ich gebe ihm recht, sag ich Ihnen nicht. Sehen Sie. Na. Amen. Na, beruhig dich. So, gegessen habe ich. Was könnten wir jetzt machen? Keine Ahnung. Ach komm, fahr mal ein bisschen über die Map, da ich gerade richtig Lust drauf habe. Oh Mann. Ist psychisch kaputt, der junge Mann. So, ja, was mache ich hier auf dem Server? Ich spiele eigentlich nur mit OGF Holding, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist eine Fraktion, sage ich jetzt mal, die nichts mit Ärger zu tun hat, nicht so wie in meiner Vergangenheit, wo ich nur auf Gefechte aus war. Und weil ich eine Halle und ein Haus im Plan habe, das man natürlich selber bauen muss hier. Ja. Hallo. Ja. Ah, oh, mein Hello Kitty Wagen, yay. Oh, ich muss schon wieder tanken. Moment, da muss ich jetzt schon mal fragen, was der gegen Schwarze hat. Haben Sie ein Problem mit Schwarzen? Ach, das bist ja du. Hast du ein Problem mit Schwarze? Was
Hast du ein Problem mit Schaden oder was machst du hier? Was? Probleme, hä? Stress hier. Ich bin schwerst bewaffnet mit meinem Strohhut. Komm, pack das Spielzeug weg. Und ich bin bewaffnet mit einer Waffe. Wow. Jetzt bist du ganz hart. Bum bum? Ja. Würde ich dir nicht raten, mich zu erschießen. Nee, peng peng, Mats, denk hier. Ich würde es dir nicht raten. Ich würde es dir nicht raten, auf mich zu schießen. Es würde dir nur Ärger Warum geben. Dies? Weil das nur Ärger gibt. Warum dies? Weil es so ist. Willst du mit dem pinken Kitty-Fahrzeug da überfahren oder was? Was? Überfahren? Ich überfahre niemanden. Ja, ja. Ich weiß mich mit anderen Mitteln zu wehren. Nicht wegfahren. Jetzt hat er Angst, siehste, du bist schuld. Rassist. Selber. Na. Selber. Nee, gut. Dem ist langweilig. So. Erstmal tanken. Tanke die Tank. Das dauert immer ein bisschen, bis man da getankt hat. Da geht ja aber gar nicht. Dauert das. Ich will doch nur rumfahren und spielen und rumfahren und so was. Irgendwie so. Hello Kitty. Yay. Meine Lieblingsfarbe. Nein, ich bin nicht schwul. Jo, und so ist das hier. Ich fange den ganzen Tag nur rum und baue mein Häuschen. Oder bin mit der OGF unterwegs. Und natürlich alle jünger sind wie ich und unreifer. Nein, Spaß beiseite. Ich hasse diesen Wagen. Ist einfach zu schnell für mich. Und ich fahre immer so schnell. Oh Mann. Au. Und das werden natürlich zukünftig wieder mehrere Videos folgen, das ist ja auch klar. Wenn ich zeitlich alles irgendwie unter einem Dach bekomme. Gut, Zeit hätte ich schon, aber ja. Der arme Baum müsste jetzt sterben wegen mir. Na komm. So, da sind wir wieder heile und fahren wir weiter. Ja, und vielleicht haben ja die anderen mal Lust mit aufzunehmen und dann werden die Videos vielleicht auch ein bisschen spannender und nicht immer wieder so langweilig, sage ich jetzt mal. Ach komm.
reparieren. Ja, wobei ich jetzt gerade stehen geblieben. Ja, nicht so langweilig. Mal schauen. Dazu sehe ich ja dann. Ah, okay, das ist der Pfosten. Ja, und da sehen wir ja dann, ob sie Lust haben. Jetzt fahre ich wieder nach Kavala und dann muss ich auch schon wieder was machen. Was ist denn das jetzt bitte gewesen? Hä? Reparieren wir halt nochmal. So eine Kacke, der Wagen springt in die Luft und ist instant down. Jetzt, wenn ich sterbe, drehe ich durch. Ja, reparier. Hopp, 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 hopp. Nicht immer so langsam hier nochmal, das darf doch nicht wahr sein. Na komm. Ja, ab zum Krankenhaus, würde ich mal sagen. Regt mich sowas schon wieder auf, ey. Ich bringe den Wagen instant in die Luft und killt mich fast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh Mann, schon wieder 300 auf dem Tau. Oh Mann, ich bin so diesen Wagen überhaupt nicht gewohnt, da ich eigentlich nur Tempest Gerät war. Seit Samstag. Jetzt haben wir Donnerstag, glaube ich. Ja, Donnerstag. Wusste es zwar, aber ich war zu faul zum Bremsen, meine Güte. Bin mehr am Reparieren als am Fahren, das ist Kacke. Das Fahren muss ich nochmal üben. Habe ich schon festgestellt. Mann, ich blute. Gut, nicht so. Oh, da hat jemand Mariana gejagt. Diese Kiffer hier überall, das darf doch nicht wahr sein. Also ab ins Krankenhaus. Ich fahre jetzt natürlicherweise rein, da ich zu faul bin. Los, gehen die Türen hier nicht auf oder was? Gut, hier haben wir jetzt eine offene Tür. Einmal aussteigen, einmal bitte heilen. Beweg mich nicht, nein, 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 ich bewege mich natürlicherweise nicht, nein, 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 das mache ich nicht. Nur helfen Sie mir, hopp, 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 dankeschön. Machen wir mal hier die Tür auf, fahre ich hier raus. Zack, offen, passt. So, und raus hier. Autsch. So. Schnell noch zur Garage. Wagen wieder einparken. Ist der Raucher noch hier? Nee, hat schon wieder aufgehört. Ist er wahrscheinlich gestorben. Ha.
Komm, den fahre ich jetzt nochmal hinterher. So geht das aber nicht. Nicht? Was ist denn hier passiert? Ey, was machen Sie denn? Sind Sie, ich wollte dich überholen. Ja, dann fahren wir auf der anderen Straßenseite vorbei, aber nicht in mich rein, so überholt man keinen. Wenn du nach links fährst, ich rechts überholen, wenn du wieder nach rechts ziehst, kann ich auch nichts dafür. Rechts überholt man nicht, du Spongboy. Ich schon, ich schon. Links überholt man. Also, was war denn das? Ich bin rechts. Ich schon immer so, sollten nicht Auto fahren, wenn sie nicht wissen, wie die Verkehrsregeln sind. So, die Reparatur können sie mir übrigens bezahlen. Ja, ja, Nervensäge. Zum 100. Mal reparieren. Gut, das geht von Admin, ne? Ich meine, so überfallen und so ausrauben, wenn kein Polizist online ist, easy bun, würde ich sagen. Bitte was? Nicht, ich rede mit dem Typen da hinten. Hey, stehen bleiben. Ah, okay. Stehen bleiben, sofort. Was geht zum Admin? Wer wurde hier getötet? Ich hab alles. Kollege, wegfahren! Sonst knallt's. Wie bitte? Kannst bleiben. Bitte bleib einfach. Einfach bleiben. Du darfst niemanden überfallen, wenn kein Dings online ist. Kein Polizist. Natürlich darf man überfallen, wenn... Keiner Faggot, der nicht versteht, was altes Leid ist. Natürlich darf man überfallen, wenn kein Polizist online ist. Ja, nur das ist halt nicht die fein englische Art, wenn man ehrlich ist. Ja, ist halt ein Stück Scheiße, kann man nichts sagen. Deswegen bist du denn überhaupt festgenommen, das ist ja gar nicht schön. Will er etwa deinen Wagen klauen? Ja, weil er so ein Faggot ist. Siehst du ja da vorne den Bastard da, ne? Na. So was sagt man doch nicht. Ich unterhalte mich mal mit den netten Herren. Guten Tag. Nett. Guten Tag. Na, was ist denn passiert? Erzählen Sie mal. Ach, jetzt verstehe ich's. Er hat das Auto geklaut. Ah. Schöne Weiterfahrt. Passen Sie auf sich auf. Guten Tag. Was ist denn hier los? Und dich lässt er hier einfach so stehen, das geht ja mal gar nicht. Warum ist denn der festgenommen? Weil derjenige, glaube ich, ja den LKW da geklaut hat. Okay. Ja, und sie können mir immer noch das Geld geben, ne? Was? Wie? Wo? Ich habe gar kein Geld dabei. Ja, dann fahre ich jetzt mit ihnen zum Geldautomaten und dann geben sie mir das Geld, aber zack ich. Wegen 1500. Das muss ich verklagen. Verklagen wollen sie mich? Oh. Ja. Das ist aber nicht gut. Ja, dann komm mit. Ja. Kann leider gerade nicht schneller gehen. Guten Tag. Na. Abheben. So, wo bist du denn und wie heißt du denn? Ja, ich gebe mal meinen Ausweis, sag ich mal. Und entschuldigen Sie für die Umstände. Wiedersehen.
Oh, 50.000, das ist aber nett. Ich hab zu viel. Gar nicht geben brauchen. Wie bitte? Oh, okay, danke. Ich sag, so viel hätten sie mir gar nicht geben brauchen, aber dankeschön. Naja, ich hab schon mal für die Zukunft vorgesorgt. Tschüss. Ah, okay. Gut, dann trotzdem noch einen angenehmen Tag. Tschüss. Ebenfalls, Wiedersehen. So kann man die Leute gleich wieder nett machen. Und ich warte immer zum Arzt zu gehen vielleicht. Sie bluten ein bisschen, ne? Ja, das kommt gerade von dem Unfall. Ist aber nicht so schlimm. Ich bin wissenschaftlicher Bettnässer, okay. Und daraufhin ertrage ich Schmerzen. Aha, okay. Richtig. So, ich muss weiter. Ich bin in Eile. Fahren Sie ein bisschen vorsichtig, ja, ne? Natürlich, natürlich, jo. Natürlich. Wiedersehen. Tschüss. Heute, das ist nicht mein Wagen. Dann heile ich mich schnell nochmal und dann war's das. Mag nicht mehr. So, links, rechts und durch. Nochmal ins Krankenhaus. Oh, Mann, 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 Mann. So, aussteigen, heilen. Hoffentlich kommt jetzt kein Medic an, sonst kriege ich wieder Ärger. Bitte beweg dich nicht. Hopp, 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 hopp. Lalalala, geht doch. So, ja. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder sonstiges, schreibt mir einfach Kommentare, dass es euch gefallen hat oder auch nicht. Ich bin natürlich auch offen für diese, wie nennt man sie, Hater. Oh, ich will jetzt da raus, Mann. Und jetzt. So. Bin natürlich auch offen für die Hates, die ich vielleicht bekomme. Wäre natürlich schön, auch mal so einen schönen Hater zu haben. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, Daumen hoch, einfach ein Abo da lassen. Und ja, man sieht sich in der Zukunft. Tschüss.